Assist-Video auf Like a Fire geholt, Digga. Alles klar, danke dafür auf jeden Fall, Philipp. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge BTTR. Perfekt. Mit dem Jonsch, Philipp, wie man schon mitgekriegt hat. Und den Simon auch. Die liebe Dani ist ebenso da. Eigentlich ist sie da. Espanol, du. Kriegt man bestimmt noch mit, dass sie noch da ist. Simon, wo bist denn du eigentlich? Lauf mal so ungefähr 5 Kilometer weiter. Au. Ich bin hier in so einem langen Gang. Ja, lauf den Gang mal komplett entlang, dann siehst du mich irgendwann. Vielleicht so im Dunkeln so ein bisschen was abbauen. Okay, ich laufe. Bei mir gab es jetzt ein paar Probleme. Der liebe Jonsch nimmt ebenso schon auf. Das kriegt er bei ihm eher mit. Bei mir. Westmap hat 3000 Stunden im Spiel. Weiß nicht, ob es Pferde im Freeboot gibt. Und ich weiß jetzt, warum Dani nicht redet. Nice. Warum? Das wollt ihr jetzt rutschen? Ja, klar. Ihr Vater ist gerade im Zimmer. Also. Perfekt. Okay. Cool. Ich bin erstmal im Porno gedreht. Wie bitte? Was? Sister Stepfather. Junge Philipp, du bist so einfach manchmal, ne? Da denke ich mir wirklich, wer hat dir ins Gehirn geschissen? Wer hat den Jungen nicht wieder aufgefangen? Aber natürlich nicht gemeint, Philipp, ne? Der Arzt dachte sich, den fang ich. Wo bist du denn, Simon? Da nicht die Reaktion, ich sehe deinen Namen noch nicht mal. Gut, ja, Dani hört das, Stein, ja. Ja, Dani hört das alles hier gerade, ne, was ihr gerade redet. Dani, wir mögen dich, alles super. Ist nicht böse gemeint, Dani. Philipp hatte einfach nur einen an der Klatsche, aber alles gut. Boah, Alter, CC, jetzt krieg ich hier die ganzen Nachrichten, Alter. CC, Cleaner aus den Scheiß, geh weg. Jetzt hab ich hier schön Grafik wieder. Mit ein paar Leuten aus meinem Dorf gesprochen und die meinten so, ja, die Freundin von dem und dem würde ganz gerne so... Ja, und die weiß noch nicht, was sie später arbeiten will, und die ist ja irgendwie schon 20 oder so, die will ganz gerne was mit Kindern, eigentlich so, auch vielleicht in Richtung Fotografie machen, habe ich gesagt, so, ja, da liegt ja eigentlich ganz klar, dass man so Kinderpornografie macht, oder so. Das ist zumindest für einen, ne? Alter. Ach, lol, du hast mich einfach eingebaut. Ich hab dich eingebaut, ja, mit Erde. Ja, das hab ich. Weil ich hab ja gesagt, da sind die Diamonds hinter, die hab ich auch schon abgebaut. Oh, du Arsch! Hier ist Lapis, das ist aber nicht. Ich hab 6 Stück rausbekommen aus 3 Blöcken. Toll. Also dreimal Erz. Du bist ein Arsch, aber ist okay. Warum liegt hier so viel Kabel? Ist der Arsch. Was? Warum liegt hier so viel Kabel? Kann ich alles nicht mehr mitnehmen, mein Inventar ist voll. Ich nehme nur wichtige Sachen mit. Okay. Mein Inventar ist auch durchgängig voll. Der Witz ist, ich nehme das auch gerade alles auf. Aber ich bin jetzt ja, auch deswegen voll. Ja, das ist ja gut, dass du mir hinterherläufst. Hier ist die ganze Scheiße weg. Ah, what the heck, Mann, wie viel? Ich baue gerade noch weiter, also. Weiß nicht, ja, so Moment, wenn die Schwester einfach ins Zimmer reinstürmt. Man kennt's. Verdammter Bohrer, Alter, Simon. Was ist eine Schwester, Digga? Hast auch einen Punkt. Okay. Auf jeden Fall Danis Reaktion, was ich nur eigentlich sagen wollte, war: ich bin nicht so schüchtern. Doppelpunkt C. Ich bin ja meiner, auf einmal höre ich hinter mir was futtern, Alter. Luca steht hinter mir und frisst einfach. Lecker. Hm. Hey. Meine so. Eine Diamond-Spitzhacke ist gleich durch mit Effizienz 4. Sehr gut. Wie war das mit dem Sugar Daddy? Oh, hey, da sind die lieben Leute. Lukas, willst du gleich schon mal was mitnehmen? Sehe ich jetzt nicht, ich bin schon weg. Wie viele? Das sind zwei Leute von C7, oder? Genau, von Curse 7. Moment, war hier nicht mal Bäume? Nein, ja, habe ich da alle abgesehen. War hier nicht mal mein Haus? Gut. War hier nicht mein Haus? Ja, das habe ich jetzt auch umgeworfen. Alles klar. War hier nicht mal meine Stadt? Ola wird so geschrieben. Ola Senorita. Eigentlich müsst ihr das richtig cool machen. So von dem Projekt, was ihr am Anfang gemacht habt, irgendwie so eine Teleportation, ein neues Projekt rein. Weißt du, dass das alte Projekt abgeschlossen ist? Lutz, das musst du machen. Hä, wie bitte? Weißt du, guck. Du hast ja ein Minecraft-Projekt, weißt du? Ja. Und dann findest du irgendwie Portale, damit ist das alte abgeschlossen und du spawnst quasi hier neu und wunderst dich, wo du. Dann kannst du ein bisschen Roleplay aufziehen. Du meinst quasi, wie eben Jonsch meinte mit MC Destiny? Was? 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 Jonsch, du hast gerade eben MC Destiny gesagt. Nein, hab ich nicht. Achso. Ja, Lukas, ich hab gleich einen Stack Diamonds wieder gefahren. Also, ich hab gar nicht, ich hab nur vorhin meine Idee geäußert, ne? Achso. Aber das wäre doch cool, das müsst ihr alle machen. Wow, ich hab kaum was in MC Duo gemacht, weil der Typ mich ein halbes Jahr vorher aufgenommen hat. Weil du Typ einfach immer wieder nicht so weit kommst. Was immer, heißt, er, hat, so weit kommst er hat in MC Destiny immer noch Steinwerkzeug gehabt. Ich hab dafür ein größeres Loch gebaut als du in deinem. Okay.
Das ist nachhaltig. Dann verkaufen wir dir das. Ich glaube, wir haben jemanden. Ja, also, ja, Jonsch, gut, du hast ein größeres Loch gebaut, das ist richtig. Tatsächlich. Nur die Werkzeuge also. Dazu hast du, wann hast du denn nicht bessere benutzt überhaupt? Ich hab dir auch Eisen und so angeboten. Was für Weicheier ist, ganz einfach. Mit dir kann jeder abbauen. Steinspitzhacken. Das ist das Wahre. Direkt nach Holzspitzhacken. Oh, das erinnert mich an. Ach Gott, ey. By the way, ich hab übrigens immer noch Steinspitzhacken, ne? Soll ich dir Eisen geben? Nein, passt schon, ich hab ein bisschen. Aber ja, das habe ich damals auch schon versucht. Glaub mir, er nimmt es nicht an. Und auch wenn du es ihm gibst, er nimmt trotzdem noch Stein. Das stimmt. Ja, ja. Und benutzt das? Nein. Kannst du mir wiedergeben, ich brauch das. Wiederverwertung. Ist besser so. So, was? Geld. Aber hey, mein Loch hier nimmt schon mal die Form an. Auch Reparatur ist nice. Alles klar, Jonsch, so genau wollten wir es jetzt auch nicht wissen, aber hey. Das ist so eine Revenge auf mein Loch. Schon ein bisschen. Ja, siehst du? So ein großes Loch hätte doch jeder gerne, oder nicht? Zum Füllen. Dann. Oh Gott. Wie bitte, Simon? Simon, was? Warum? Warum? In welchem Kontext? So, man hat sogar richtig gesagt, man hat das in die so. Daniel einfach so. Dani kann sich nicht wehren, die kann nicht reden, ist lustig. Ist lustig. Siehst du gerade mit dem Vater so nebenbei wahrscheinlich am Reden, so keine Ahnung und. Denkst du so, oh shit! Später, was reden die da? So, bei Philipp und Simon kann man ja noch verstehen, so. Bei Jonsch und mir. Wenn sie keine Kopfhörer auf hätte, ne? Oh. Hallo! Einmal Kopfhörer auf, abziehen, danke. Wahrscheinlich so mitten im Gespräch, so Danny stockt auf einmal so, der Vater so, was ist denn, nichts. Sie einfach nur. Sie haben! Ja, sie haben was gemacht? Genau so. Schon belastend einfach nur. Und nicht anders, sag ich mal. Also das ist ein richtiger Chaos-Quad, ey, hier gerade. Stimmt. Es tut mir auch echt leid an Danny. Immer Danny. Auf die Frauen. Danny, es tut mir furchtbar leid, was die hier mit dir machen. Hast du von dem Typen gehört, der auf einer Demonstration von Feministen blank gezogen hat? Was? Was? Simon! Simon, warum warst du da? Ich war. Okay, der war gut. Er war's, weißt du? Das ist mein Held, ne? Das ist der Junge, der Typ hat Eier für mich. Ist halt sein Ding so. Digga, bei uns auch in der Schule. Da stehen 2000 Feministen, sind am Protestieren für Frauenrecht und der Typ zieht einfach blank. Stell dir einfach vor, Junge, das ist halt, das ist Next Level Shit. Das ist Deutschland. Und Dani einfach nur gerade, und mein random Lachen macht das nicht besser. Oh, dieses Schamgefühl-Lachen so noch nebenbei. Ja, ja. Du bist ein bisschen rot wahrscheinlich nebenbei. Das denkst du jetzt gerade. Philipp, wie bitte? Was? Bitte achten Sie auf Ihre Wortwahl, danke. Sagst du? Wie sagt er? Hast du mal Alex? Hast du mal Alex mitgekriegt, Alter? Ja. Wie assi der wird? Also, ah. Ich auch teilweise kein Blatt vom Mund. Ich muss mich gerade so ein bisschen. Ja, Simon, ich finde, du hast trotzdem schon noch Benehmen. Wenn man es von dir erwartet, dann hast du auch schon Benehmen. Wenn es von dir nicht erwartet, dann halt nicht. Manchmal, wenn es drauf ankommt. Junge, wenn es drauf ankommt, ne, dann kann ich so viel gesoffen haben, wie ich will. Trotzdem noch, ich finde den Weg zurück nach Hause. Ich ja, eben, du bist halt noch sehr sozial, ein sozialer Allmann, würde man dazu sagen, ne? Witz, ne? Kannst alle aus meiner Klasse fragen, kennst du keinen aus der Ricken? Das ist richtig. Nein, von Rainbow zu. Nee, also ich kenne auch. Wenn ich dich bin ich eigentlich übersozial. Ja. Ich auch. Tingo, Dias hier ist über Lava. Übrigens, ich nehme immer, bevor ich aufnehme, erstmal ein paar Schlücke. Ich gehe die Straße hoch und bin zu Hause. Alles klar. Stimmt. Großstadtkid. Also kleiner Tipp, immer wenn man mit Philipp oder so aufnimmt, erst ein paar Schlücke harten Zeug reinziehen, damit du auch wirklich das bevor auch ich aushält. Mit Lutz spiele, Leute, bevor ich mit Lutz spiele, glaub, habe ich erst ein bisschen Orange auf. aber den harten Orange. Den harten, Alter? Ah, oh, krass. Ich nehme sogar Spezi. Ich hätte das. Orange, was? Boah. Junge Jonsch, Alter, geh mal zur Entzugsklinik. Ich trinke mal Liter Milch. Kannst doch keinem erzählen mit Spezi. Das ist so scharf, Alter. Was ist das scharf? Ja, einfach geschüttet. War das gerade Diamonds? Habe ich da einfach durchgebaut? Ups. Diamonds? Hör ich da dir mal mit? Right Diamonds. Like a diamond. Kann ich auch nicht, brauche Diamonds. Brauchen ja, aber ich nehme sie nicht an. Ja. Hey. 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 Hey.
Dani denkt gerade nur so, was geht da ab? Am Anfang die an zu singen. Dani will mitsingen. Warum bin ich noch mal... Dani, sing mit uns. Schlagerstar für heute. Sterben. So der Alles Vater, klar. Der Vater sitzt so neben ihr. Auf einmal fängt sie an zu singen. Shine right, like a diamond. Warum singst du? Ich singe gerade mit ihm. Alter, Autismus Kick. Alles klar, was... Hä? Alter! Oh, ich bin falsch. Alter, 18, warum? Herr, es plötzlich steht ein Skelett vor mir. Oh. Alter! Was passiert mir dauernd in deinem Mini? Ich baue hier auf einmal Lara und dann ist Jonsch, folgen Sie dem besten. Er farmt nur oder macht irgendwas angelmäßig. Jonsch ist halt Jonsch. Lara unter mir, die nicht leuchtet. Ich werde bei dem immer irgendwann mal vorbeischauen und mir das nochmal genau angucken, was er da macht. Den, der Boob. Die Folge möchte ich gerne sehen. Die kannst du dir gerne angucken. Oh mein Gott, nicht, Alter. Ja, moin, noch mehr Diamonds, easy. Ja, habe hier einen. Nein! Ja, ich krieg kein Leben abgezogen, obwohl hier ich gerade Lava schwimme. Hier ist dein Was? Bist du ein kleiner Cheater also, wieder? Ich krieg Leben abgezogen. Oh, Nick ist auch da! Ich bin fast tot, Alter. Nein, ich sterbe jetzt gleich. Oh. Komm schon, geh doch raus aus der fucking Lava, Alter. Komm schon, jetzt geh doch raus, Alter. Mann, so finally, Alter. Kann ich angehen hier. Komm, Red Strike, easy. Hab ich so ein Überhaupt nicht. Weil ich sing das so gut, da denken die nicht. Ah, ja, okay, das sind die echten, dann nehmen wir die mit. Also, dürfen die das ruhig benutzen. Ist ja geil, ist ja nicht schlimm. Ah, das haben sie so nachgezogen. Richtig, nee, das ist real. Wir sind ja die echten. Das ist dieselbe Melodie, ist dann denkst du, das ist dasselbe Lied, aber egal. Strike. Also ich glaube, Philipp hat auf jeden Fall das Content-ID-System ganz klar verstanden, genauso viel wie die CDU auch. Ja, also genau. Von Bei daher... Axel Voss, ne? Ja, richtig. Das ist eine Gefahr für uns alle, für Content-Creator. Bruder, musst los! Ist das hier jetzt kein Content? Nicht groß. Oder ein Eigenwerk? Nee, ist mein Content. Ich rede die ganze Zeit. Du willst wieder verarschen. Nein. Ich darf es benutzen. Nur nutzt nicht. Philipp. Ich glaube, das war doch gerade ein paar Probleme. Philipp. Nein, alles nee. Ich hab kein Essen mehr. Ich sehe die Server-TPS gerade nicht. Wo ist die? Auf was? Da ist gerade ein Bug bei mir auf tatsächlich. 14,6. Warte mal, 14? 14,06 ist sehr, sehr gut. Scheiße, ne? Das ist sehr gut. Nein, 20 Nein, ist gut. Normalerweise ja, 20 ist normalerweise, also... Hä, warte mal. Achso, stimmt. Moment, es geht ja andersrum, ne? 10 ist scheiße. Genau, das ist also richtig. Jetzt. Leute, nochmal Diamonds, was ist denn hier? Oh, bin ich voll? Ich bin voll. So viele. Hä, echt jetzt? Warte mal, TPS? Genau, bei TPS ist ja andersrum als hier bei FPS, ne? Nee. Das heißt, ja. Hä? Genau, nein, also hä? FPS, desto höher, desto besser. FPS, desto höher, desto besser, desto flüssiger. Ja, genau. Bei TPS ist es ist andersrum. Genau das gleiche. Nein, genau das gleiche. Bei Ping ist es andersherum, Bro. Nein, Moment mal, warte mal, ganz kurz. Oh. FPS, desto höher, ist es ja flüssiger. So, und bei TPS, desto niedriger? Nein. Desto höher ist es bei besser. TPS ist es ganz genau das stimmt, lol, oh mein TPS Gott. TPS ist 20. Ich stand gerade voll auf dem Schlauch, lol, hey. Du standst nicht auf dem Schlauch, du standst gerade voll auf dem Surfer. Hast du recht, deswegen, ich glaube daran lag's, weil ich das so schlecht erst mitgekriegt hab. Genau. Wegen der TPS, ganz klar. Das gibt es nicht. Das oder? Erklärt's jetzt! Brainfuck! Alles klar. Nicht mehr lang. Nee, glaub ich auch. Ich brenn grad aus. Oh nein, da ist eine Witch. Ich überleb das nicht. Was? Was? Du hast überlebt? Hallo, stopp! Warum bin ich nicht tot? Oh. Okay. Du bist verbrannt, glaube ich. Dani. Rest in peace. Rest in peace. Aus Versehen erstmal Hi reingeschrieben. Hi, wo? Ich hab aus Versehen. Hi, Bruder. H-I. Ich weiß ja, scheiße. H-I-G-H, ne? Bruder, muss los. So, wir gehen jetzt mal wieder home. Ich muss wieder ein paar Sachen brennen. Trage ich das mit Nutzen nicht. Was musst du denn brennen? Schnaps, oder? Alkohol? Unter anderem oh, und ja. Ganz klar, den Joint. Alter. Philipp, was ist los mit dir? Nein, ganz klar muss ich... Alles klar. Ganz klar muss ich Tonklumpen jetzt machen. Verbrennen. Ich mache jetzt quasi den Job von Finn. Ich glaube... Du musst einen Drogen-Retalk machen. Ich glaube, der wird ganz klar zufrieden sein. Jetzt sei mal ruhig, du Bauer, ey. Redest du wieder viel zu viel? Nein, Quatsch. Gut. Oh, ich finde es schön, dass du aufklärst. Oh, hi, Dani. Hi, Dani. Dani, alles hast gut, hier ist nichts passiert. Dani? Dani, was hast du alles gehört? Ich hab alles gehört. Oh, shit. Philipp, lauf! Lauf, Philipp, lauf! Dicky, draus! Alles gut.
Rage Kid ist was anderes, aber hey. Bruder muss los. Bruder muss los. Los. Uiuiui. Wo bin denn, mein Junge? Aufs Klo. Ey, da drüben ist so. Okay, das hör jetzt mal auf. Drüben sind Blumen und so ein dreckiger Scheiß. Ich find schön, dass du den Text kannst. Willst du mit nimm deine Augen nehmen? Ja, will es ohne Hose. Das ist genial, das einfach ins, ne? Oh, ich hab's in einer Nacht so gesehen. Ja, jetzt darfst du reden. Ich hab das Lied zum allerersten Mal mit meiner Schwester im Laden gehört. Beim Einkaufen. Da war so, alles klar. Bruder muss los. Ja. Im Radio lief es. Als kleines Kind immer so. Genau, da werde ich enden. Oder Effizienz 5? Ah, oh, keine Ahnung. Ja, 8 Jahre später und ich sitze hier. Einfach. Ja, nice. Nice! Du hast auf jeden Fall was aus deinem Leben gemacht. Ich bin stolz auf dich. Danke. Ich bin stolz auf dich, Kevin. Philipp hat's verstanden. Kevin Philipp. Schnauze. Nur weil es echt so ist. Ist einfach nur true, Bro. Beide aber nicht wissen. Also, wenn wir effizient 5 nehmen. Nur die Wahrheit verletzt. Schmerz vergeht, was bleibt, ist der Schmerz. Hey, warte Schmerz. Mal. Der Junge, hä? Mindfuck. Er will uns verarschen. Der hat uns richtig reingelegt, ey. Ich will euch nicht verarschen, ich sag die Wahrheit. Schickst du warte mal. Sag das nochmal bitte, okay? Arbeite ich hier mit Tricks? Schmerz vergeht, was bleibt, ist der Schmerz. Poetisch. Lass mich mal drüber nachdenken. Ist ein Bug, kann ich stimmen. Safe Call aufgeschrieben, ne? Moderation. Mit die verwirrten Menschen, Frauen. Oh, jetzt macht er wieder. Jetzt frontet der wieder, Alter. Was geht denn mit dir ab? Stopp mal. Ich will das kurz erklären. Wenn du in den Status von Frauen / Mädchen guckst, siehst du nur sowas wie, wenn du besonders bei Instagram, 14-Jährige. Ich hab Depression as fuck, denk ich mir so, halt die Fresse, du hast in deinem Leben noch nichts erreicht. Checkt ihr, was ich meine? Und dann kommt Philipp. Ich hab Depression. Ich verkaufe 10 Dias für Dings, ne? Was? Für was denn? Für Dings, hast du nicht zugehört, Junge. Ach ja, Dings. Für Effi 5. Effi? Effi! Awesome. Nice, mach mehr Effi. Nicht sterben. Nein, ich sterbe wieder. Ich hab gesagt, nicht sterben. Wenn du jetzt stirbst, bist du raus. Ich sterbe. So, Leute, die nächsten Tote, die wir jetzt zählen, dann ist man aus dem Projekt übrigens raus. Okay, Hardcore! Woo! Ich könnte wirklich sterben, nein. Danny, ich glaube nicht. Wenn man mal das sich am Anfang anguckt, ja, die ersten Folgen mit Riken, ja. Finn. Ich bin auch 4-mal oder 5-mal gestorben. Ja. Ich auch. Ich bin auch schon ein paar Mal gestorben, leider. Aber Jonsch! Ja eben, nur beim Angeln, Alter. Bist du unter der Erde, ja? Du bist wie ein Maulwurf. Zeigt ab und zu mal sein Köpfchen und wenn er rauskommt, dann... Hallo. Weiß er nicht, wo er ist. Weil er es wieder vergessen hat. So, okay, jetzt auf. Ich überhaupt nicht. Wie viel TPS haben wir? Ich seh's wieder nicht. Ah, nee, okay. Das ist der eine Block. Wir haben gerade auch gerade vergessen. 11,71. Oh. Das ist doch gut, oder? Nein, Quatsch, ich höre jetzt auf. Komm, ich flieg jetzt nicht raus, ich sterbe nicht mehr. So, ich geh jetzt erstmal zu Philipp. Bleiben. Ich geh jetzt erstmal zu Philipp und töte ihn. Komm. PvP ist übrigens jetzt an, Leute, ne? Ich hab's angemacht, also no joke jetzt. In unserem Gebiet ist PvP on. Nein, ich kann niemanden hauen. Hast du es ausprobiert? Ja klar, ich hau euch die ganze Zeit. Yo! Ich kann nichts machen. Ich flüchte die ganze Zeit hauen. Ist halt einfach nur ein Joke. Er probiert es direkt aus. Was? Echt? Oh, geil. Schnauze! Geil, Schmerzen. Jeder, der überlebt, hat dann auch gewonnen. Was? Okay, ich töte jetzt erstmal jeden. Hä? Bin ich bei Suche dabei? Ja. Oh, nice, ey. Ist dran für mich eine. Vor allem, ich bekam halt echt so einen Kommentar letztens. Kannst du mal bitte bei Suche mitmachen? So, ich denke, okay. Alles klar. So lief zwar schon, aber. Bitte? Bei 1000 Abonnenten kommst du safe da rein schon. Safe kommt. Da gibt's ja schon einen, der hat 1000 Abonnenten. Ja, Leute, dann auf jeden Fall, ne, wisst ihr Bescheid, was zu tun ist? Penetriert auf jeden Fall den Abonnenten-Button. Abonnenten-Button. Sprachen lernen. Abonnenten-Button.
Ja. Nee, den Abonnieren-Button. Ach ja, den Abonnenten-Button. Nein, los. Dani? 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 Geht's dir nicht ganz gut, vielleicht? Dani? Irgendwas. Was? Was ist denn da? Was ist denn das? Ich kann's nicht lesen. Oh. Was habt ihr überhaupt gemacht? Nein. Ja. Lecker. Das schmeckt. Ich glaube, das ist was Gutes für Simon. Um was geht's denn überhaupt? Er meinte, man kann nicht dran sterben. Ich will Simon eins geben. Da muss ich noch mehr trinken. Aber was, Zombiefleisch? Nee, ähnlich. Ich hab gesehen, wir können das ganze Zombiefleisch verkaufen. Ich hab übrigens Und erste für die Regeneration? Are you fucking sure about that? Mann, lass ihn töten! Ich sag jetzt Bowser, soll bitte PvP anmachen, Alter. Dann ist er nicht ganz schnell weg. Ich kann nicht fighten. Ich sterbe. Ich hab auch PvP auf. Dani? Test. Ja, er ist jetzt betrunken. Er meint, es gibt ein Plug-in. Ach so. Oh, geil. Toll. Ich glaube, ich sterbe gleich. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Nein, du kannst nicht sterben daran. Oh, ach, du hast auch schon ein halbes Herz, oder? Ist es jetzt ein Puffy oder nicht? Mann. Leute, können wir Gift sterben? Nee. Nein, wenn man einfach Gift kommt, dann nicht sterben. Dani? Doch, auf Hardcore schon. Dani? Ja, auf Hardcore ja. Schon. Ich finde dein Haus hier besonders schön, weißt du das? Also, so im Wesentlichen. Ich hab kein Haus. Warum nicht? Ja, der Einzige, der wirklich ist. Ah! In meiner Stadt. What the fuck? Ach, Lukas. Du bist raus aus dem Projekt. Ach, lol! Ja. Nein! Folge bei Lutz, weil ja. Lukas, raus. Das war's halt wirklich jetzt. Zeitlich auch. Scheiße. Ja, wollte ich gerade sagen, ich bin schon locker. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war Back to the Roots. Bei den anderen sieht man's eventuell noch. Und jetzt raus. Ist ja gut. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt BTTR. Tschüss. Warte, lass mir noch mal nichts.